Recht herzlich willkommen zur 62. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind hier am Kämpfen gegen die Bären, haben unsere Truppen aber gerade noch verstärkt, wie man sieht. Läuft. 376, ja, die müssten jetzt gleich geschlagen sein. Der letzte Bär hat keine Bär. Jetzt ist durch. Ist nicht so weit. Honig gefunden, auch schön. Gehen wir mal hier hin. Ne, da wollte ich nicht. Da wollte ich hin, so. Und da haben wir auch Waren gefunden. Ist nicht so weit. Gucken wir mal bei den Ruinen rein. So, die Bären wollen wir mal angreifen. Oh, sind reichlich. Und unsere Truppen ziehen da hin, oder was? Jetzt haben wir aber die Überhand, oder? Ja. Sieht gar nicht mal so gut aus. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, ne? Die Bären schlagen uns. Kaum zu glauben. Das waren Bogenschützen, ne? Ja, und das hat sich dann erledigt. Ich glaube, die kommen dann aber auch zu spät, oder? Und dann können wir schon mal neue ausheben. Okay, ausbilden. 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 Auch noch. Und die machen wir auch noch. So, kurz runter gucken. Sind die anderen noch angekommen? Ich glaube, nee, da laufen sie noch. Achso, das ist ja sowieso so, dass das nicht passiert, ne? Ich glaube. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Was läuft jetzt hier? Ein Speer? Das war's dann, ne? Haben wir da Speer gehabt? Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Naja, ist egal, die sind jetzt alle kaputt. Alle kaputt. Und wir müssten dann mal gucken, dass wir irgendwo Siedler ja kriegen, ne? Händler nicht, sondern Siedler. Werben wir den mal an, weil der soll ja die Stadt da gründen, ne? Ja. Aber wir brauchen definitiv was zur Verteidigung, weil, ne, das wird da etwas schwieriger werden, denke ich mal. Wer ist das denn hier? Auf jeden Fall nicht einer, den wir haben, sondern, ach so, wir haben noch Miros irgendwo stehen wahrscheinlich, ne, oder ist er das? Milos, nicht Miros, Milos. Hat er denn dann, ja, dann lass ihn doch da handeln gehen, erstmal so lange, ne? Milos wird er schon machen. Da müssen wir die Stadt gründen. Da haben wir den Siedler hergeholt, ja. Mit 1000 Einwohnern errichten, auch schön. So, Pferdebogner. Wo laufen wir mit den Pferdebognern erstmal hin? Aufsitzen. Na, doch da. Machen wir die schon mal in der Nähe. Bauwaren fehlen, Rohstoffe fehlen und Überproduktion. Nur das Falsche dann, ne? Kann man ja schön reinzoomen, ne? Oh, es wird schon gekämpft. Das war nicht gut dann. Aber es sind nur 11 Bären, okay. Die werden die wohl zur Strecke bringen. Okay. So gut wie da. Und da kommen die nächsten Bären. Aber diesmal klappt das auch. Ja, sieht besser aus, ne? Jawohl. Bring die mal da hin. Nee, nicht 102 Bären,
12 Bären, jetzt waren sie es. Noch eine Truppe. Bringen wir auch hier hin. Und wie sieht's hier aus mit den Bären? Na, da ist der letzte gestorben. Da ist ein Zelt. Gehen wir da mal hin. Vielleicht können wir da aufstocken wieder. Ja, okay. Auf, auf! In die Ruine gehen wir aber besser nicht, ne? Die holen wir auch noch hier rüber. Das sind Speer. Na super, die brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Naja, okay. Weiter geht's. Wir reiten los. Wie ist das denn jetzt mit unserem... Hatten wir die nicht hier gemacht, oder? Ich habe doch einen Siedler angestoßen, oder? War der nicht hier? Ah, ich habe wahrscheinlich da unten die Anwärmen gedrückt, ne? Kann das sein? Doch. Oder? Aber das ist alles hier nicht vorhanden, deswegen können wir das auch knicken hier, ne? Gehen wir nochmal nach Sofia, weil da, glaube ich, haben wir das alles, ne? Ja. Dann wird er auch gemacht. So, dann müssen wir nur da aus dem Dingens raus, sag schon. Dialog. So gut wie da. Wird nicht lang dauern. So. Leoparden laufen auch noch rum, ne? Auch cool, oder? Okay. Schwierige Gegend hier, ne? Ah, die anderen sind jetzt noch dazugekommen, aber die kriegen wir trotzdem. Gut, 3, 2, 1, go. Wir reiten los! Versteck wird belagert. Ich hätte gerne den Kampf gesehen. Boah! Liegt in der Nähe. Truppe findet sich im Kampf. Flieht. Wie viel haben die denn da? Das war ja der Hammer, oder? Truppe ist auf der Flucht. Wahrscheinlich bis zur nächsten Stadt fliehen, ne? Na gut. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Aufsitzen. Dann können wir reichlich Truppen erstmal ausheben. Landwehr brauchen wir nicht. Axtkämpfer sind interessant. Machen wir 2. Bogenschützen auch 2. Speer brauchen wir nicht. Pferdebogner. 1. Und was haben wir noch? Blütenmeister. Ist ja schön, was der hier anzeigt. Dieses Kaserne bringen wir noch nicht weiter, ne? Kilometer pro Woche. Trefferpunkte. Sichtweite. Kampfstärke 15. Kampfreichweite 4 und halb pro Woche, okay. Ey, die haben Kampfstärke 100. 188. Auch 188. 2. Das ist Speer. Und die Pferdebogner haben am meisten. Also die sind nix. Geht nicht mehr, Warteschlange schon voll, ne? Alles klar.
Kann man hier auch sowas machen? Nee, wir müssen eine Kaserne haben, geht also nicht. Gut. Rückzug! Die sind noch am Rückziehen. Truppe ist aber Flucht. Okay. Sind angekommen. Minus. Bewegt er sich auch oder nicht? Aufsitzen. Aufsitzen. Haben wir hier denn einen Dingens gemacht? Ja, aber wo ist er? Ach, ich glaube, den finden wir hier, ne? Ah, super, der wird nicht angezeigt auf der Karte. Ich habe gedacht, der wird auf der Karte angezeigt. Das ist schlecht gelaufen. Ja, gut, dann schicken wir dahin. Ja, nicht schlecht, glaube ich auch. Die regenerieren dort. Jawohl! Die laufen darüber. Wir reiten los! Wieso kriegt er den Warenhaufen nicht? Ah, da. Gut. Wird nicht lang dauern. Milos hier, der bewegt sich gar nicht, oder? Oh, was ist jetzt wieder los? Okay, die Leoparden werden wir wohl noch hinkriegen. Ah, Route aktivieren, das war das. Ah, deswegen läuft er nicht. Alles klar. Das ist ein Siedler, ne? Wir wandern los. Und Stadt errichten und fertig. Ein schönes Land. Erledigt. Bauen wir ein Gasthaus. Wir reiten los. So. Den Bautrupp können wir noch holen. Der Bautrupp könnte mal auf Wanderschaft. Von ach so. So eine Straße bauen, ne? Sieht und gut los aus. Geht's. Und dann können wir die auch gleich upgraden, oder? Hände aus den Taschen. Genau, Hände aus den Taschen, das ist eine gute Idee. So, Städtchen ist gebaut. Neue Stadt mit 1000 Einwohnern errichten. Und Einwohner haben wir 100. Das wird gebaut. Alles gut. Straße wird verbessert. Das ist Milos. Milos könnt ihr ja die Klamotten gleich schon mal da einbringen, oder? Neue Route. Genau, so machen wir das. Soll er das mal so hin und her bringen, ne? Oder? Das ist gleich fertig. Läuft, würde ich sagen. Das ist aktiviert. Jetzt ist nur die Frage, wo er ist, ne? Sind die Truppen denn wieder fit? Ich glaube, die müssen wir da einbringen, damit die fit werden, ne? Kann das sein? Und die bringen wir mal hier hin. Aha, Gasthaus ist fertig. Dann lass uns auch gleich eine Kapelle bauen, wenn es geht. Dann sind die alle glücklich. Ah, Milos war gerade unterwegs. Hat wahrscheinlich hier was hingebracht, ne? Bauwaren fehlen. Gut. Das sind die Sachen, die man hier bauen sollte. Auch schön, ne?
Machen wir das mal so. Da steht noch eine Einheit. Machen wir. Wo war das jetzt? Also, da kann man hier gucken. Ach, da oben irgendwo. Okay. Scheint ein Händler angegriffen worden. So, die werden da repariert. Das ist richtig. Läuft in dem Sinne. Hier sind noch Waren, die wir abholen könnten. Ja, sind genug Truppen da, ne? 100. Soldaten im Versorgungsradius. Ja, das Versorgen in dieser Stadt, das wird wahrscheinlich auch noch das Problem sein, fällt mir gerade so ein, ne? Vielleicht bringen wir die doch woanders hin. Weil, Ja, super. Weil die müssen sich erstmal selber versorgen, bevor sie die hier versorgen, oder? Okay. Ist nicht so weit. Auf geht's. Auf dem Weg. Gut. Wir schleichen los. Die sind da schon alle drin. So, jetzt mal hier gucken. Keine mehr in der Reichweite. Gut, dann kann die Stadt auch wachsen in dem Sinne. Müssen nur gucken, dass wir das hinkriegen. Kapelle fehlen wahrscheinlich die Rohstoffe. Ja. So, bauen wir das erstmal alles. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.